Hey und hallo zu Sims hier zu Errungenschaften mit Enya und wir sind in der Großstadt und wir sind richtig in der Großstadt. Hier rennen noch die Mäuse rum, hier tropft eine Wasserleitung und inzwischen ist hier auch irgendwie der Stromkasten kaputt gegangen. Ich habe keine Ahnung, sie stinkt auch nicht, sondern dass diese Stinkewolke, oder ist sie das? Das ist sie. Okay, als erstes gehen wir erstmal ganz ruhig duschen. Und dann bin ich irgendwie auf den Dreh gekommen. Sie kommt ja an die Mäuse nicht ran, weil sie... Also ich habe ja immer versucht, diese Mäuse wie auch immer, sprechen kann ich jetzt auch nicht. Jedenfalls muss ich die Kommode zur Seite stellen, um die Mäuse auszurotten. Da war ich nämlich stehen geblieben und dann müssen wir mal gucken. So, und das müssen wir irgendwie... Dann kommt sie nämlich an dieses Mausloch ran. Ich schätze nämlich, dass sie da unbedingt ans Mausloch muss. Und da ist es nämlich, das gute Stück. So, wir lassen sie trotzdem duschen. Okay, Spaß hat sie auch hinten. Sie wird gleich Spaß haben. Und ich denke nämlich mal, jetzt kann sie nämlich hier aufs Mausloch bei Vermieter... Wir beschweren uns mal beim Vermieter. Und inzwischen muss ich aber dann wieder die Tür aufschließen, denn der ist ja nicht reingekommen. Was machst du denn jetzt? Wieso sitzt sie da und... Ach so. Okay, Wasserleitung tropft auch bei Vermieter beschweren und das Ding auch bei Vermieter beschweren. Dann bin ich ja mal gespannt, was der macht. Denn letztes Mal haben wir irgendwie nur die Kakerlaken weggekriegt. Ist ja auch ein bisschen viel auf einmal. Das scheint nicht so schlimm zu sein. Warte vielleicht nach oder ein Quatsch, ob es besser wird oder schlimmer. Sag mal, ist der blöd? Gut, machen wir jetzt eins. Wir rotten das mal aus. Mal gucken, was sie jetzt macht, denn vorhin ist sie ja nicht reingekommen. Und deswegen habe ich auch immer diese Zeichen gehabt. Zack. Eine Falle. Wieso muss sie denn jetzt schon wieder duschen? Verstehe ich nicht. Ist sie nicht gerade duschen gewesen? Okay, dann gehst du eben nochmal duschen und der Vermieter kommt nicht. Und dann würde ich nämlich sagen, dass sie jetzt hier irgendwie mal... Essen. Sie hat ja mal diesen Ostenkuchen hier. Sie müsste auch mal kochen. Ich würde mich auch gerne mal um die anderen Sachen kümmern. Okay. Nimm das mal. Und wenn du es... Ach, sie hat hier gekocht und irgendwie steht hier noch versuchen zu reparieren. Nee, mach das mal nicht so. Versuch dich mal zu beschweren. Denn die Mäuse scheinen jetzt weg zu sein. Beschwer dich mal. Und das hier, das räumst du mal auf, das ging irgendwie daneben. So, sie kann sich beim Essen beschweren. Scheint auch nicht so schlimm zu sein. Warte vielleicht einfach eine Weile, ob es besser wird oder schlimmer. Pass mal auf, du blöder Arschit. Na, große Klasse. Schön, dass wir gar nichts mehr sehen, weil wir jetzt irgendwie gar nichts mehr sehen. Okay, du versuchst mal das zu reparieren und... Was ist denn hier für ein Zeichen jetzt? Achso, aufräumen von dem Topf, ja. Ja, aber Mäuse, sag ich mal, wir lassen das Loch mal so, wie es ist und dann kommt sie da nämlich auch immer ran. Und hier sehe ich keinen Vermieter. Na, der macht sich jetzt rar. Hier läuft er. Ach so, das sind die... Ja, um das müsste ich mich auch mal kümmern. Es ist 1 Uhr nachts. Muss sie irgendwie arbeiten? Sie hat, Gott sei Dank, hat sie frei. Sie hat schon wieder Hygiene. Also irgendwas stimmt nicht. Entweder die Dusche nicht oder... Keine Ahnung. Jo, räum mal auf und dann reparierst du mal das Ding. Und dann gucken wir mal. So kommen wir natürlich überhaupt nicht weiter mit unseren Errungenschaften. Okay, so lange scheint es gar nicht zu gehen. Wie, was hat sie eigentlich in Geschicklichkeit? Gucken. Level 2. So, pass mal auf, ruf mal. Das sieht aus, als ob es immer noch tropft.
Ist ja blöd. Beschwer dich mal beim Vermieter, steh wieder auf. Was soll ich denn machen? Ich würde mich gern jetzt so beschweren, dass der jetzt irgendwie mal... Ich weiß ja auch nicht, wo der ist. Ich kenne den doch. So, also noch. Sie telefoniert wieder. Der sagt nur noch, das scheint nicht so schlimm zu sein. Kenne ich den nicht? Vermieter, Vermieter. Aber ich sehe den auch nicht. Ich weiß nicht, wer das sein soll. Ist auch egal. Ist jedenfalls völlig bescheuert. So, hör mal auf mit Schlafen gehen. Hat keinen Sinn. Du musst hier... Du musst es hier reparieren. Sie versucht es auch nur zu reparieren. Eigentlich ist die ganze Wohnung im Argen und ich sollte mal gucken, ob wir irgendwie diese Wichtel haben. Dann wird es vielleicht repariert. Vielleicht schafft sie das auch mal. Das tropft, das tropft. Und hier traue ich mich gar nicht, sie ranzulassen. Jetzt geht's Licht wieder an. Also den brauchen wir gar nicht mehr anrufen. Wie oft wird sie das versuchen zu reparieren? Bis das Ganze ist. Das hat gar keinen Sinn. Es tropft immer noch und die kannst du auch versuchen zu reparieren. Die ist beschämt. Situation verschlimmert, hat versucht ein Apartmentproblem zu beheben, hat es versucht und versagte, Niederlage. Na gut, finde ich jetzt gar nicht so. Ich hoffe nur, dass sie das hier überlebt. Oh, das hört sich ganz gut an. Würde ich mal sagen. So, und jetzt haben wir nur dieses Tropfding hier. Nochmal beschweren und nochmal versuchen. Ein Spaß wird immer nicht besser und ja, der sagt wirklich immer das Gleiche. So, geh mal duschen. Ey, wir müssen uns auch mal um die Pflanzen nochmal kümmern. Da sind nämlich auch irgendwo... Also bewässern wäre mal ganz cool und dann... alles ernten. Und irgendwie haben wir auch, wir haben zwar vier Ableger, da weiß ich aber nicht. Achso, und dann müssen wir gegen Käfer einsprühen. Macht sie das hier von hier oben auch? Kann sie schon weiterentwickeln? Kann sie. So, und danach gehen wir. Jetzt steht sie wieder. Ich habe sie nicht in die Dusche gestellt, oder? Oder doch, kann sein. Weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls hat sie Kind Spaß und wird sie auch beim Gartner, aber der Gartenarbeit nicht haben. Also kannst du jetzt schlafen gehen. Gut, sie hat zwei Tage, also sie hat frei, sie hat praktisch heute frei. Jetzt an dem Tag. Na gut, kannst du erstmal ausschlafen, das ist ja schon früh um 7. So viel Energieverlust hat sie ja Gott sei Dank nicht, dann müssen wir mal gucken. So, und dann, naja, und dann immer den auch noch weiterentwickeln. Das hat sie nämlich jetzt irgendwie nicht gemacht. Ach nee, jetzt geht sie im Schlafen. Na gut. Was ist das hier? Lass uns kulturelle Angebot dieser Stadt ausnutzen. Heute Abend 20 Uhr wird eine Oper aufgeführt. Wie hörst du? Ich meine, gehört zu haben, dass die Sims sowieso nicht hingehen. Okay. Probieren wir aus. Wir bejahen und. Und dann hat sie heute den ganzen Tag Zeit irgendwie. Sie kann auch nicht irgendwie einen Klempner engagieren oder so. Geht nicht. Gut, jetzt schlafen wir halt ein bisschen. So, jetzt ist ja alles rot. Jetzt geht ja gar nichts mehr. Jetzt kannst du erstmal auf deinen leutseligen Lokus gehen. Und schon wieder duschen. Und das ist ja hier irgendwie andauernd in der Wohnung. Muss ich ja ständig duschen.
Und dann haben wir diesen ekligen Kuchen dort, den können wir eigentlich auch wegtun mal. Und wenn sie isst, kann sie sich eigentlich hier hinsetzen mit dem Essen. Was ist denn los? Was klappt hier nicht? Irgendwie steht die Nachbarin vor der Tür, hat irgendwie gerufen, aber pff, muss jetzt nicht sein, wir haben echt andere Sorgen. Die geht auch wieder, bestimmt. So, gucken wir, ob du nicht doch essen kannst und dann gucken wir mal, ob du hier dabei einen Kanal schaust. Sportkanal. Oh Gott, singen sollte sie wirklich nicht. Und dann müssen wir. Und dann werde ich mich natürlich mit dem tropfenden Rohr beschäftigen. Das stört mich. Das ist das Letzte jetzt, was ich irgendwie nochmal in der Wohnung habe. Okay, Fernsehprogramm läuft und Bagel gibt's. Macht sie ein bisschen Spaß? Ne, ein bisschen. Und Hygiene, wieso ist Hygiene nicht voll? Das finde ich jetzt sehr, sehr komisch. Ach so, weil sie wahrscheinlich, ich vermute, weil sie hier Rohrbruch hat und nicht richtig Wasser hat. Das kann natürlich sein. Das finde ich ein bisschen blöd. Das geht auch mit den Bagels nicht besonders schnell mit dem Essen. Gut, aber das kennt man ja schon von Sims, dass sie ewig brauchen zum Essen. Aber die Mäuse, das scheint ihnen irgendwie geholfen zu haben. Und der Stromkasten hat auch geholfen. Aber das Ding hier, das kriegt man überhaupt nicht hin. Oh. Riecht mich total auf, aber mal sehen. So, okay, Mittelchen, du solltest jetzt langsam mal aufessen, sonst kommt nämlich ja nicht aus dem Tee hier. So, hat geklappt und dann, ja. Ja, wir müssen. Ruf den Vermieter an, es ist ein neuer Tag. Denn du. Und? Ja, und was soll ich nach der Weile tun? Verstehe ich nicht. Er sagt immer, ich soll abwarten. Er sagt immer wieder, ich soll abwarten. Wie oft sollen wir das eigentlich versuchen zu reparieren? Denn irgendwann wird man sie auch müßig. Oh, sie ist selbstsicher. Sie hat es irgendwie geschafft und. Okay, jetzt nehmen wir nochmal eine erfrischende Dusche und dann liegt es vielleicht in der Dusche, das werden wir gleich sehen. Denn irgendwie. Ein Computer hat auch nicht Spaß zu haben, aber. Jetzt kümmern wir uns noch ein bisschen um die Pflanzen. Hier müssen nämlich noch weiterentwickelt werden, Weiterentwicklung. Da läuft schon wieder irgendwas. Und weiterentwickeln. Wo habe ich denn da irgendwas zugestellt? Das ist ja doof, vor allem, wo stelle ich diese Pflanze hin? Jetzt sagt die gerade, als ihr schafft, jetzt wisst ihr gar nicht, wo hier. Okay. Na, warte. Da ist ein Loch. Ich weiß nicht, wohin. Das ist gar nicht so einfach. Jetzt wird die Wohnung zu klein. Kommt die da noch durch?
muss man sehen. So, probieren und dann in dem Falle würde ich gleich mal sagen, wieder ausrotten, du brauchst den Vermieter gar nicht mehr anrufen. Und es hätte wahrscheinlich auch gereicht, wenn wir es ein Stück rübergestellt hätten. Und das ist so cool, sie ekelt sich auch so aus von... Verdächtiges Quieken, sie ekelt sich so von den Mäusen. Das ist so süß, wenn kleine kräftige Kabeltierchen heftig hinter Kabeltierchen und so weiter. So, und eigentlich wollte ich hier noch irgendwie nicht wegwerfen. Ableger nehmen, veredeln. Veredeln mit Spross von Erdbeere. Und dann machen wir das nämlich auch nochmal umgekehrt. Können wir das auch veredeln? Nö, können wir nicht. Warum eigentlich nicht? Achso, bei mehr Auswahl bestimmt. Okay, veredeln. Und veredeln mit Spross von Löwenmäulchen. Genau, nehmen wir den. Und dann klappt das auch irgendwie. Und ich hoffe doch. Muss ich das noch... Achso, wir sollen bestimmt auch düngen. Ich hab auch keinen Dünger, oder? Löwenmäulchen mit... Wir düngen mal mit Erdbeere und... Das Tier kann ich auch düngen. Ja. Das düngen wir natürlich mal mit Löwenmäulchen. So, und dann kriegen wir... Hier ist noch einer zu weiterentwickeln. Mach mal. Denn irgendwie... Spaß hat sie nicht, aber Hygiene geht schon und... Haben wir denn für unsere Arbeit jetzt alle Aufgaben trainieren nicht begonnen und Fitness Level 3. Okay, das wäre eine Runde, könntest du hier zumindest schon mal. Sie ist selbstsicher und da kann sie mit geschwellter Brust laufen. Und da muss ich direkt mal nachkicken, wie weit sie Fitness Level ist. Sie ist Level 2, Hälfte. Okay, hat sie eine kleine Aufgabe bis zum nächsten Tag. Unsere Pflanzen wachsen und hier vorne ist ja auch noch eine. Guck mal, irgendwie müsste sie die schon mitgenommen haben. Wir machen Fitness Level 3 und im nächsten Part sehen wir uns wieder. Heute haben wir unheimlich viele Mäuse und Reparaturen erledigt. Und ja, ich sage mal schön, dass ihr da gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir in die Kommentare und lasst es gut gehen. Tschüss.